So, einen schönen guten Morgen wünsche ich allen, die jetzt dabei sind und die noch dazu kommen werden. Ich bin Gottfried Zimmermann, leite das Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien, bin dort auch Professor und bin seit ungefähr 35 Jahren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit tätig in Forschung, Lehre und Standardisierung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind zu unserem Webinar mit Austausch heute, Thema Neuland Barrierefreiheit, wie werde und bleibe ich fit. Dieses Webinar wird aufgenommen, aber nur die Webcams und das, was geteilt wird, Bildschirm oder Folien. Sie können gerne auch im Chat Fragen stellen oder Anregungen geben und später werde ich auch die Möglichkeit geben, dass Sie auch, wenn Sie möchten, im Mikrofon Ihre Tipps weitergeben. Es soll ja heute so sein, dass wir uns gegenseitig informieren, was hilft uns, fit zu bleiben, was hilft uns, uns weiterzubilden hier in diesem Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Ich freue mich auch, dass Leute von unserem vom Kompetenzzentrum in Volmarstein mit dabei sind. Die werden etwas sagen zu der Toolbox, die sie entwickelt haben. Und auch Joshi Kupal wird noch zu uns kommen, zumindest hat er das zugesagt, von Tollwerk und auch sein Technically vorstellen, dieses Webinar, das auch regelmäßig stattfindet. Wir sind ja eine Community und vielleicht gibt sich's ein oder andere auch noch, dass Sie sich noch daran beteiligen, dann auch später an dem Austausch, das wäre schön. Ich werde zunächst eine kleine Präsentation halten, wo ich ins Thema einführe, auch mal sag, was wir hier als Kompetenzzentrum der Hochschule der Medien anbieten und dann können wir gerne ergänzen und uns dann noch austauschen. Ja, kleiner Block am Anfang. Wer sind wir? Das Kompetenzzentrum an der Hochschule der Medien. Hier sieht man ein Bild. Wir haben mehrere Gebäude, die sehen relativ futuristisch aus. Wir sind in Stuttgart auf dem Campus mit der Universität Stuttgart und Fraunhofer. Das Kompetenzzentrum selber ist in einem Nebengebäude. Wir haben gerade 14 Mitarbeitende, die ich leite oder anleite. Wir bieten für Hochschulen an, dass wir Websites und Apps prüfen, aber generell auch beraten und nicht nur für Hochschulen, sondern auch für andere öffentliche Stellen und Firmen und verschiedene Dienstleister, die sich da an uns wenden. Und wir haben eben in letzter Zeit insbesondere einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir Lernmaterialien entwickeln und die auch weitergeben und entsprechend in Module auch eingeteilt haben, sodass man jetzt hier im Prinzip so einen modularen Plan sich zusammenstellen kann, um sich in dem Bereich zu schulen und auch weiterbilden zu lassen. Wir sind Mitglied im BIK-BitV-Prüfverbund. Das sind also Prüfstellen, die qualifizierte Prüfer haben, um nach dem BIK-BitV-Test zu prüfen. Und da gibt es dann auch ein Siegel und das kann man zum Beispiel auch in Erklärungen zur Barrierefreiheit verwenden. Ich selbst arbeite im Ausschuss für barrierefreie Informationstechnik nach BitV 2.0 mit. Und ja, wir bieten Weiterbildungskurse, Mini-Workshops, Online-Kurse, Webinare, Newsletter. Da würde ich Sie einfach mal einladen dazu. Zum einen haben wir unser LinkedIn-Profil, wenn Sie da uns gerne folgen wollen. Das ist immer, glaube ich, auch wert. Da kriegen Sie immer ganz aktuelle Nachrichten über unseren Newsletter. Dann gibt es normalerweise einmal pro Woche Nachrichten und Neues. Und dann habe ich noch was Besonderes hier, nämlich wir laden ein zum Accessibility Day am 28. April. Und da können Sie entweder nach Stuttgart kommen oder auch online teilnehmen. Und das Thema ist inklusives Design schafft soziale Verantwortung, Smart Cities und Smart Homes für ein selbstbestimmtes Leben. Es wird zum Beispiel auch die Landesbeauftragte Simone Fischer kommen, hier von Baden-Württemberg, Stuttgart. Und wir werden uns dem Thema digitale Barrierefreiheit schon widmen, aber mal aus der Perspektive von Smart Home, Smart Cities. Da gibt es ja auch sehr viel Digitales.
Und wir haben auch den Bereich Games so ein bisschen mit drin. Das gehört ja auch eigentlich zum Leben und Wohnen. Und da wird auch einer, der selber eine Einschränkung hat und aber auch Game-Entwickler berät hinsichtlich Barrierefreiheit auch vortragen und eine Demo zeigen. Also herzliche Einladung. Man muss sich anmelden, wenn man vor Ort kommen möchte, ist aber kostenlos. Aber wir haben einfach nur begrenzt Platz für 200 Personen. Ansonsten online kann man immer dazukommen, auch ohne Anmeldung. Ja, jetzt sind wir beim Thema. Ich nenne das mal das Dilemma der digitalen Barrierefreiheit. Es wird oft unterschätzt. Sie sind jetzt hier bei diesem Webinar dabei. Wahrscheinlich wissen Sie um die Komplexität dieses Themas. Es ist halt nicht einfach nur mal kurz vermittelt. Es hat ganz viele Unterbereiche dieses Thema, Webseiten, Dokumente, Apps und natürlich das Ganze, was Organisatorisches betrifft, die Prozesse und assistive Technologien und das Wissen um Einschränkungen und welche Barrieren dadurch entstehen. Und natürlich das ganze Umfeld der Technologien, der digitalen Medien bis hin zu AR, VR. Das ist ein Riesenfeld und überall spielt die digitale Barrierefreiheit mit. Und man sollte eigentlich am besten bei allem den Überblick haben. Und das geht eigentlich gar nicht, dass man Experte in allem zusammen ist. Und wenn man sich jetzt so in dieses Thema hereinarbeiten möchte, möchte man diese Kompetenzen vermittelt bekommen. Eigentlich bräuchte man eine richtig umfassende Schulung, so einen Studiengang, der sich nur diesem Thema widmet oder auch einen Ausbildungsplan, Ausbildungsberuf. Und das Problem ist halt, zum einen die Berufstätigen, die jetzt irgendwo arbeiten, die haben diese Kompetenzen meistens nicht, weil das nicht gelehrt wurde. Und sie haben jetzt auch nicht die Zeit, und nicht oftmals nicht das Geld, sich umfassend weiterbilden zu lassen. Was können wir da dazu sagen? Was ist dann die Antwort darauf, auf dieses Dilemma? Wie machen wir uns fit? Ich würde sagen, erstens Training, zweitens Training und drittens nochmal Training. Also wir müssen irgendwie halt uns hier fit machen durch Training. Das kann er verschiedene Formen annehmen. Und dann habe ich noch viertens, damit es nicht so ganz langweilig ist, Zertifizierung. Da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. So, wie können wir jetzt uns selber trainieren? Ich gebe mal so ein bisschen einen Referenzrahmen vor. Ich finde hier weltweit, global eigentlich zwei Referenzrahmen, an denen wir uns orientieren können, wenn es um Weiterbildungsmaßnahmen geht. Also thematisch, was sollte denn hier gelehrt werden. Einmal IAAP, das ist International Association of Accessibility Professionals. Ich habe auch hier den Link unten, IAAP-dach.org von der deutschen Niederlassung, deutschsprachige Niederlassung, Entschuldigung, die heißt nämlich DACH, IAAP DACH und das ist Deutschland, Österreich und Schweiz, die damit verbunden sind. Ich selbst bin da auch im Beratung oder im Beirat von einer der Gründer. Aber wir sind sozusagen ein Ableger von Global IAAP, International Association of Accessibility Professionals. Und es gibt diese Zertifikate hier. Das sind jetzt Zertifikate, die für Personen verliehen werden und nicht für Webseiten. Die heißen dann CPAC zum Beispiel, also CPACC. Das sind Grundkenntnisse der digitalen Barrierefreiheit. Manche von Ihnen haben das vielleicht. Das sieht man dann, wenn im Titel irgendwo oder auf der Businesskarte CPAC steht. Das ist schon relativ umfangreich, was man da lernen muss. Das geht um Behinderungen, es geht um Barrieren, um assistive Technologien und auch um Gesetze weltweit, die jetzt Barrierefreiheit vorschreiben und dann auch noch so ein bisschen um Standards. Also so wirklich die ganzen Grundkenntnisse. Und wenn man da sich vorher noch nicht so auskennt, dann ist das schon ein ganz schöner Lernaufwand. Dann kann man schon einige Tage oder Wochen dran sein, um das zu lernen. Dann gibt es den WAS. WAS, Web Accessibility Specialist, das ist dann eben wirklich speziell für Leute, die im Web entwickeln und testen. Und dann gibt es den
ADS, also ADS auf Deutsch, Accessible Document Specialist. Das sind eben die, die dann Dokumente barrierefrei erstellen und auch testen. Und zu jedem dieser Zertifikate gibt es einen Syllabus, also ein Themenkatalog, der definiert, was man für dieses Zertifikat wissen muss. Und diese Syllabi sind unterschiedlich in der Tiefe, wie sie spezifiziert sind. Zum Beispiel CPAC ist sehr detailliert. Das ist eigentlich schon ein Lehrbuch. Das sind über 100 Seiten. Können Sie runterladen. Ist auch in Deutsch verfügbar, haben wir übersetzt. Auch die Prüfung können Sie übrigens in Deutsch machen beim CPAC und beim WAS. Und diese Zertifikate und ihre Syllabi geben uns so einen Referenzrahmen, wenn wir jetzt Schulungen machen oder Schulungen buchen wollen. Was gehört denn alles zu diesem Themenfeld und wie kann ich mich abdecken mit diesen Themen, sodass ich nach und nach eben auch systematisch mich fortbilde und diese Themen abdecke? Ah, okay, dann gehört die Info, dass die PDF-Dateien in Englisch sind. Das werde ich nochmal ändern. Ja, genau. Das ist mir durchgegangen. Dankeschön. Ansonsten versuchen wir natürlich schon, alles auch in barrierefreier Form zu liefern, aber das habe ich heute Morgen noch schnell gemacht. So, ja, Sie heben die Hand. Ich werde mal, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne im Chat die Frage posten und später gibt es auch die Möglichkeit, übers Mikro was zu sagen, wenn wir dann zusammentragen. Ja, der zweite Referenzrahmen, den ich geben möchte, ist vielleicht noch nicht so bekannt, weil der relativ neu ist. Der ist von W3C, also World Wide Web Consortium, WAI. Das ist die Web Accessibility Initiative. Das ist also quasi eine Abteilung des W3C, die sich ganz um Barrierefreiheit kümmert, und zwar um Web-Barrierefreiheit natürlich. Und die haben relativ neu jetzt diese Curricula definiert. Das sind insgesamt 4 Curricula, also 4 Lehrpläne oder Themenkataloge, die jetzt an Rollen orientiert sind. Also es gibt dann die Rolle des Developers, also des Entwicklers, die Rolle des Designers und die Rolle des Content Autors. Und dazu gibt es noch ein Foundation Module oder ein Modules, also ein Curriculum für das Grundsätzliche Web. Barrierefreiheit könnte man mit dem CPAC vergleichen bei IAAP, aber hier ist Foundation wirklich aufs Web bezogen. Sie können da gerne mal reinschauen. Ich finde das wirklich sehr gut gemacht, was W3C hier bietet, ist natürlich englischsprachig. Ja. Ich habe da den Link auch hier. Und deswegen, aber es gibt unseren Referenzrahmen wieder, aber natürlich beschränkt auf Web-Barrierefreiheit. Nicht jetzt für Apps oder für Dokumente oder für neuere Technologien oder Selbstbedienungsterminals oder sowas. Die Inhalte sind relativ tiefgehend und es gibt auch immer Hinweise, wie man sowas gestalten kann, wenn man es lehrt, bis hin zu Anregungen für Aufgaben, Aktivitäten und es werden auch WCAG verlinkt und andere relevante Standards von W3C bis hin zu den Techniques. Also die Leute unter uns, die solche Kurse designen, da lohnt es sich, da einen Blick drauf zu werfen, aber auch für alle anderen, die sich erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen wollen, was es alles gibt. Jetzt gibt es die Frage, wird das auch als Ausbildung von der HDM angeboten? Da gehe ich gleich noch drauf ein, was wir hier an der HDM anbieten. Aber es ist eine gute Frage. Also, wir haben was für verschiedene Appetite. Einmal für den großen Hunger haben wir hier die Weiterbildungskurse. Einer läuft gerade, der CPAC-Kurs, wir nennen das ihn CPAC-Kurs, weil er bereitet vor auf das Zertifikat CPAC und ist im Prinzip, hat alles inbegriffen, die Grundlagen und die verschiedenen Anwendungsbereiche und natürlich auch, wie man Barrierefreiheit in Organisationen dann umsetzt. Man kann sogar diese Kurse sich anrechnen lassen auf einen Master, wenn man also einen Weiterbildungsmaster macht bei uns im Weiterbildungszentrum der Hochschule der Medien. Und soweit ich weiß, ist dieses Angebot einzigartig im deutschsprachigen Raum, dass man wirklich hier auf Hochschulebene mit ECTS sich dieses Wissen
werden kann. 12 Wochen lang trifft man sich zum Teil vor Ort und zum Teil online. Und wir haben dann immer 20 Teilnehmende im Kurs. Man muss schon mit relativ viel Aufwand rechnen, ungefähr 10 Stunden pro Woche. Es ist nicht einfach was, was man nur so nebenher kurz macht, sondern es muss schon eingeplant werden, auch in der Woche mit den Übungen und Besprechungen, die man dann hat. Es gibt da diese zwei Varianten. Einmal den Kurs Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit. Der ist im Moment, wird im Moment durchgeführt und auch ausgebucht und wird aber im Herbst nochmal angeboten werden, 15.09. bis 8.12. Und es gibt den Kurs Einführung in Webbarrierefreiheit, der bereitet auf das WASC-Zertifikat vor. Der beginnt am 28.04., also auch an dem Tag, an dem der Accessibility Day stattfindet. Da wird dann eben auch die Kursteilnehmenden werden dann nachmittags zum Accessibility Day kommen. Bei diesem Kurs können Sie noch Plätze kriegen. Gibt es noch welche? Und ich werde jetzt auch kurz diese Links zu den beiden Kursen hier posten. Dann können Sie dann auch mehr Informationen bekommen und sich gegebenenfalls da anmelden. Ja, Frage, kann ich die Kurse als sehbehinderte Screenreader-Nutzende auch gut nutzen? Ja, ich sage mal vorsichtiges Ja. Wir sind natürlich bemüht und fühlen uns auch verpflichtet, es so zu machen. Manchmal muss man trotzdem ein bisschen auch Kompromisse eingehen. Sie wissen ja, wie das ist, aber wir benutzen zum Beispiel hier als Videokonferenztool dieses Big Blue Button, was von sich aus eigentlich zunächst mal schon auch bedienbar ist für Screenreader-Nutzende. Wir haben auch jetzt im Kurs zwei Teilnehmende dabei, die Sehbeeinträchtigungen haben, blind sind oder Seheinschränkungen haben. Ja, gute Frage, danke. Und die Materialien machen wir natürlich auch nach unserem besten Vermögen barrierefrei. Aber es passiert immer mal wieder auch was, das was daneben geht, und dann sind wir auch für Feedback natürlich dankbar. Dann haben wir noch, also das war für den großen Appetit, wenn man sich richtig grundlegend weiterbilden möchte. Und dann haben wir was, ich nenne es mal für den kleinen Appetit, dann aber lieber öfter als einmal ganz. Das sind unsere Mini-Workshops. Da haben wir Themen, die haben wir strukturiert als Module, einmal Einführung in digitale Barrierefreiheit, dann die Vielfalt der Benutzerbedürfnisse, also was für Einschränkungen gibt es, welche Barrieren treten auf, welche Hilfsmittel gibt es zur Verfügung. Das sind die beiden, die sollten eigentlich alle machen. Und wir haben das aber so gestaltet, dass man da teilnehmen kann und mitkommen kann, auch wenn man jetzt nicht technische und großtechnische Kenntnisse hat in der Programmierung oder im Design. Also es richtet sich wirklich an Leute, die gerne hier eingeführt werden, die vielleicht verantwortlich sind in einem Betrieb oder in einer öffentlichen Stelle, um für Barrierefreiheit zu sorgen, die aber eigentlich oftmals gar keine große Vorbildung in der Richtung haben. Oftmals auch in Kommunen, freiwillige Leute, die das ehrenamtlich machen. Dann haben wir einen Kurs, einen Workshop für Multimedia, also wie kann man Videos barrierefrei machen, dann für Word-Dokumente, dann für PowerPoint-Folien, dann für PDF-Dokumente und Formulare. Hier setzen wir eine Software ein, die nennt sich Common Look, die ist kostenpflichtig. Sie werden also bei uns nicht lernen, wie man jetzt im Acrobat noch groß irgendwelche Tags umsortiert oder so. Das überlassen wir den Spezialisten und es ist auch sehr aufwendig, würde ich nicht empfehlen, das zu machen. Dann haben wir einen Kurs über Easy Web Check. Das ist also eine vereinfachte Methode, um mit einfachen, kostenlosen Mitteln Webseiten mal zu überprüfen auf Barrierefreiheit, wobei nicht der Anspruch besteht, alles vollständig abzudecken, sondern einfach das Wichtigste zu überprüfen. Und das kann man auch machen, wenn man technisch nicht so tief drin ist. Und dann haben wir noch eine Selbstbewertung, oder eigentlich eine Reihe von 6 Mini-Workshops, die dann wirklich Schritt für Schritt durchführt nach BitV 2.0 bzw. nach dem BitV-Test, wie kann man Websites selber überprüfen, also die eigenen Websites. Und das kann man dann zum Beispiel auch verwenden für die Erklärung zur Barrierefreiheit. Und dann haben wir das gleiche noch für mobile Apps, eine vereinfachte Prüfung, die nennt sich Easy App Check. Und auch da, dass man eine Selbstbewertung durchführen kann. Und das sind dann auch wieder
eine sechste Reihe von Mini-Workshops. Und dann haben wir das Ganze noch für Veranstaltungen und wir bauen das aus, wobei ich sagen muss, ein paar Dinge jetzt, die sind wir noch am Ausbauen. Das, was gestrichelt ist, die Selbstbewertung nach mobilen Apps und das mit den Veranstaltungen. Und wir bauen das aber auch weiter aus. Ja, genau, mit Common Look meine ich Alliant, die haben sich ja jetzt umbenannt, aber das Tool heißt weiterhin Common Look Office, was wir da einsetzen. Das ist ein Add-in zu Word und PowerPoint. Mit dem habe ich übrigens auch die PowerPoint-Folien konvertiert und habe dann vergessen, noch das Language-Tag umzusetzen. Das muss man dann doch noch von Hand machen, aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. Ja, gute Fragen, danke. So, und dann kann ich heute noch was ganz Neues Ihnen kundtun. Das ist jetzt wirklich seit heute oder gestern ist es möglich, dass Sie, wenn Sie ein Autodidakt oder Didaktin sind, dass Sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht an diesen Mini-Workshops teilnehmen mit anderen zusammen, sondern ich möchte einfach nur die Materialien haben, die Videos, die hier zur Verfügung gestellt werden, wo diese Folien erklärt werden und auch die Aufgaben mit Musterlösung, dann mache ich das alles für mich und zwar genau so in dem Tempo und in dem Zeitpunkt, wie ich das haben möchte. Und das wollen wir unterstützen. Das ist auch eine tolle Möglichkeit für viele Leute, selbst zu lernen. Sie können also für einen günstigeren Preis wie diese Mini-Workshops auch Zugang bekommen zu diesen Online-Materialien, die wir haben. Und das sind die Folien, Aufgaben, Musterlösungen, Linksammlungen zur Vertiefung und manchmal auch Checklisten. Ich muss da was dazu sagen, wir müssen leider Preise verlangen für unsere Weiterbildungen, weil wir hierfür keine Unterstützung kriegen von staatlicher Seite. Und wir müssen uns auch irgendwie finanzieren. Aber wir versuchen das möglichst sozialverträglich und so zu machen, dass man sich das leisten kann. Zum Beispiel kostet bei uns ein Mini-Workshop, der von 90 Minuten Länge so um die 100 Euro. Das kann man buchen, kann man dann als in der Firma oder irgendwo sonst geltend machen als Weiterbildungsmaßnahme. Und bei diesen Abo-Kursen, die wir anbieten, da zahlen Sie ungefähr ein Viertel dafür, also 25 Euro netto für die Möglichkeit, hier diesen Kurs zu nutzen. Das können Sie vergleichen mit anderen Angeboten, auch im englischsprachigen Raum, wo es sowas gibt. Da sind wir noch relativ niedrig im Preis. Die Präsentation werde ich, ja, die steht schon jetzt zur Verfügung. Ich kann es auch nochmal posten. Ich habe ganz oben im Chat das hingeschrieben, die Folien sind als PDF verfügbar. Es ist halt tatsächlich, da muss ich dann nochmal eine Änderung machen, dass die nicht als Englisch markiert sind. Ansonsten sind sie schon soweit auch barrierefrei. Es gibt noch einen kleinen Bug, der hat sich eingeschlichen bei diesem Tool Common Look, aber ansonsten können Sie es auch durch einen Pack jagen. Ja, danke. Da hat schon jemand, war schon jemand schneller wie ich. Ja, das ist das neue Angebot und Sie können sowohl die Mini-Workshops buchen bei uns. Wir starten die Mini-Workshops wieder ab April. Alle werden da einmal durchgemacht im Quartal. Da müssen Sie eben einen bestimmten Termin buchen und Sie können aber auch alternativ sich dieses Abo buchen und dann können Sie ein Jahr lang Zugriff haben und sich selber weiterbilden. Wenn Sie den Mini-Workshop buchen, dann ist das Abo automatisch schon dabei. Dann haben Sie auch ein Jahr Zugriff auf alle Unterlagen. Also Sie brauchen es nicht doppelt buchen. So, ich möchte aber jetzt nicht nur Werbung für uns machen, sondern ich habe bewusst auch gesagt, wir wollen uns austauschen und habe jetzt da schon mal proaktiv zwei andere Leute oder Teams angefragt, das vorzustellen, was sie machen. Ich weiß nicht, ist der Yoshi Kupal schon bei uns, weil der macht ja auch Sachen in Nürnberg mit Tollwerk, die auch ganz cool sind, wo man sich in der Gruppe auch weiterbilden kann und wo es eben dann auch regelmäßig einen Austausch gibt über diesen offenen Webcast. Ich glaube, er ist noch nicht da. Dann würde ich jetzt einfach mal gleich, das können wir nachher nochmal machen, dann gehe ich jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen hier vom Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Vollmarstein. Die haben nämlich die Toolbox entwickelt.
Ich habe hier mal so einen Screenshot davon, aber die können das sehr viel besser selber erklären. Das wäre die Birgit Scheer und Frank Reins. Ihr könnt da jetzt, ich beende mal meinen Screensharing und dann könnt ihr jetzt mal hier darüber berichten, über die Toolbox oder was ihr sonst auch zu dem Thema noch sagen wollt. Bitteschön. Vielen Dank für die Möglichkeit. Mein Name ist Birgit Scheer vom Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Volmarstein und ich würde Ihnen gerne zusammen, wie gerade schon erwähnt, mit meinem Kollegen Frank Reins, wir haben noch einen weiteren Kollegen heute hier, Frank Berker, auch im Raum, kurz die Angebote vorstellen. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich meinen Bildschirm teilen, um die Toolbox zu Ja, öffnen? kannst du, pass mal auf, ich gebe dir gleich mal ich mache dich zum Präsentator und jetzt musst du rechts neben dem Webcam-Button unten, genau, siehst es. Jawohl. Genau. Ich kann meine Kollegen dann parallel auch die Links immer in den Chat geben, dass dann klar ist, auf welchen Seiten wir uns immer gerade hier bewegen. Genau. Ja, vorweg vielleicht kurz zur Einordnung, dass die Angebote, die wir jetzt zeigen, die sind im Projekt Teilhabe 4.0, Digitalisierung der Arbeitswelt barrierefrei gestalten, entstanden, was seit 2019 läuft. Also wir laufen schon jetzt relativ lange, hatten aber natürlich die gesamte Corona-Zeit dabei, weswegen sich einige Dinge dann ein bisschen verzögert haben. Es geht darum, einfach die digitale Barrierefreiheit eben im Arbeitsleben zu fördern und so die Möglichkeiten und die Voraussetzungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Dazu haben wir verschiedene Angebote entwickelt. Wir sind jetzt hier in dem Fall dann auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, zusammen mit dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Volmarstein und auch an vielen Stellen noch unterstützt durch die Technische Universität Dortmund. Wir haben den Vorteil hier, dass wir gefördert sind durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dadurch sind die Angebote zurzeit alle kostenfrei. Das nach dem Ende des Projekts aussieht, müssen wir dann schauen, wie lange wir das so weiter anbieten können. Genau, vielleicht kurz, die Toolbox wurde ja schon erwähnt. So ein kleines Schaubild mitgebracht, wo so der Zusammenhang dargestellt ist. Die Toolbox wird ergänzt durch ein Schulungsportal. In dem Schulungsportal bieten wir Materialien an für Trainer, für digitale Barrierefreiheit, Trainer und Trainerinnen. Und die haben eben die Möglichkeit, die Toolbox dann in den Schulungen einzusetzen, vielleicht auch für Übungen, für verschiedene Tests und ähnliches, je nachdem, wer geschult wird. Und die Teilnehmenden haben dann auch die Möglichkeit, im Anschluss an die Schulung sich selber mit der Toolbox dann noch weiter vertieft einzuarbeiten und das Ganze umzusetzen. Das Ganze muss man ja irgendwie strukturieren, wenn man so viele Materialien anbietet. Wir haben das eben beim W3C schon gesehen mit den Rollenmodellen. Wir haben uns hier dafür entschieden, das für die vier Zielgruppen Einkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung und Management anzubieten. Das lässt sich sicherlich nicht immer klar trennen. Manchmal wird vielleicht bei kleineren Unternehmen oder Behörden jemand auch mehrere dieser Rollen übernehmen und dann muss man sich eben die Tools oder die Schulungsangebote hier entsprechend raussuchen, die dann vielleicht auch mehrere der Bereiche abdecken. Aber zur besseren Einsortierung von den Tools haben wir uns dafür anfangs entschieden. Genau, beide Bereiche spielen also zusammen. Nur damit Sie es einmal gesehen haben hier jetzt, da wollen wir nicht vertieft drauf eingehen, das Schulungsportal, wo dann eben die Toolbox auch Teil der Schulungsunterlagen ist und in den Übungen mit aufgegriffen wird. Die Materialien stehen online kostenfrei zur Verfügung unter teilhabe40.de. Ist ein bisschen aufgeteilt, je nachdem, wie vertieft die Kurse sind. Man muss sich einmal registrieren am Anfang, auch kostenfrei, damit wir dann auch mit Infos versorgen können und darauf aufmerksam machen können, wenn sich was ändert. Zu verschiedenen Bereichen, wie wir es eben auch schon gesehen haben, Software, Dokumente, rechtliche Vorgaben, all die Themen sind da abgedeckt. Genau, da wollen wir aber gar nicht groß vertieft drauf eingehen, sondern direkt uns die Toolbox angucken, die da benutzt wird in den Kursen. Die Toolbox bietet, wie wir es in dem Screenshot gerade schon gesehen haben, ganz viele Filtermöglichkeiten nach Zielgruppen, nach Fachwissen, nach Tooltyp und Ähnlichem. Sie können hier jeweils immer unten weitere Tools einblenden. Wir zeigen immer nur einen begrenzten Teil. Das kann man jetzt inzwischen sehr oft machen, dass weitere Tools anzeigen. Sinnvoller ist hier, über die Filter reinzugehen und schon gezielt nach Tools zu suchen, die für ihre
Anwendung dann eben passen. Da gäbe es eine Möglichkeit, dass Sie über unsere modularen Leitfäden hier reingehen. Die habe ich jetzt mal hier rausgefiltert. Die gibt es eben für alle 4 Zielgruppen. Beispielsweise den modularen Leitfaden für Entwicklerinnen. Wenn wir da draufgehen mal auf den Leitfaden, dann sehen wir, wie man wirklich die Filter setzt, um gezielt hier die Tools angezeigt zu bekommen, die für diese Zielgruppe und für die Anwendung, die Sie gerade haben, funktionieren. Das werden dann immer weniger Tools aus der großen Menge von Tools, die es hier gibt, je nachdem, welche Filter man setzt. Und ich springe mal zum Ende. Am Ende können Sie sich die Auswahl, die für Sie, für Ihr Arbeitsbereich gerade wichtig ist, dann auch merken über einen Link, dass Sie nicht immer wieder die Filter neu setzen müssen, sondern können dann direkt auf diese Auswahl springen. Ich habe mir mal Beispiele eingefügt, beispielsweise wenn Sie barrierefreie Apps und Software gerade als Schwerpunkt bearbeiten, dann können Sie mit den gesetzten Filtern hier direkt in diese Tool-Auswahl gehen. Wir sehen jetzt auch im oberen Bereich, die Filter sind entsprechend gesetzt für diese Themen und ich bekomme dann nur noch Tools angezeigt, die zu diesem Bereich dann auch passen. Die Tools sind viele fremde Angebote auch eben, sind sehr viele gute Angebote am Markt. Wir haben ja gerade ganz viele schon gesehen. Einige davon sind auch in der Toolbox. Einige habe ich mir gerade schon notiert, die kommen dann demnächst noch in die Toolbox. Und wir haben natürlich auch eigene Sachen, die hier in der Toolbox sind. Und da würde ich einmal an meinen Kollegen Frank Reins abgeben, der uns dann einmal die Demonstrator-App vorstellt, die zur Sensibilisierung, aber auch für Entwickler ein bisschen zum vertieften Einstieg auch geeignet ist, welche Barrieren bei Apps auftreten können. Und das eben in den Schulungen auch ganz praktisch nutzbar dann auf mobilen Geräten. Bräuchte der Frank Reins wahrscheinlich dann einmal die Rechte? Ich gucke mal eben einmal. Genau, also das Mikro habe ich schon. So, dann teile ich einmal die App. Also das Ganze, der Demonstrator ist eine Web-App. Sie können das auf dem Tablet oder Smartphone installieren. Sie können es aber auch im Browser nutzen und auch normalerweise auf Ihrem PC auch installieren. Wie gerade schon von Frau Scher gesagt worden ist, die Demonstrator-App ist dafür da, bestimmte Barrieren, die im Web häufig auftreten, zu demonstrieren. Sie können damit natürlich irgendwie Ihr eigenes Wissen vertiefen, aber Sie können auch oder vor allem diese App nutzen, um in eigenen Vorträgen die Barrieren den Teilnehmenden zu zeigen und zu demonstrieren und damit zu sensibilisieren. Ich scroll jetzt einfach mal runter. Also wenn Sie die App aufrufen, finden Sie im Moment 3 Themenbereiche oder 3 Barrierenbereiche im unteren Bereich. Wir haben im Moment die Themen Farben, Formulare und Schriftgrößen. Ich werde jetzt mal einfach eins auswählen. Ich nehme mal Farben. Da haben wir nochmal die Unterkategorien Lesbarkeit, Verlässlichkeit und Kontrasteinstellungen. Ich nehme mal Lesbarkeit. Und hier haben wir in diesem Beispiel jetzt oder in diesem Bereich 2 Beispiele mit Barrieren. Einmal diese hier, Text auf einem Hintergrundbild. Und Sie können jetzt hier einmal, also wir haben zu jedem Beispiel, also zu jeder Beispielbarriere immer ein positives und ein negatives Beispiel. Also hier einmal das Negative, hier drunter positive Beispiele. In der Regel haben wir zu jeder Demonstration so eine kleine Simulation. Hier zum Beispiel kann man mal ein Hintergrundbild austauschen. Und dann sieht man, dass Texte halt verschwinden, je nach Hintergrund. Wir haben zu jedem Demonstration eine Anleitung, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie man diese Barriere demonstrieren kann, wenn man die selbst irgendwo mal zeigen möchte. Wenn man das nicht möchte, kann man hier auch ein Video auswählen und das quasi in dem Video demonstrieren lassen. Und wir haben natürlich dann Hinweise mit Links auf die Toolbox, wo weitere Informationen zu diesem Thema wiederzufinden sind. Und so kann man, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt, glaube ich, so knapp 25, 30 Demonstrationen hier drin. Und die kann man sich dann halt eben selbst angucken oder eben gerne für eigene Webinare, Seminare und Schulungen verwenden. Häufig muss man auch tatsächlich die Sachen dann auf dem Tablet aufrufen. In der Erklärung wird dann erklärt, wie die Einstellungen
sein müssen in dem Tablet, um diese Barrieren dann auch zu demonstrieren. Also man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Wenn man das nicht selbst machen will, kann man es halt jederzeit mit dem Video auch zeigen. Ja, das war eigentlich so den Demonstrator, den ich zeigen wollte. Also wir haben noch viele andere weitere Apps installiert, entwickelt, viele Checklisten-Apps zum Beispiel, die man dann nutzen kann, um eigene Entwicklungen zu checken, ob man Dokumente checkt oder eigene Applikationen, kann man diese Checklisten-Apps nutzen. Ja, das war so kurz zum Demonstrator. So, vielen Dank euch beiden. Ihr seid ja in Vollmarstein schon seit langer Zeit in dem Thema drin, digitale Barrierefreiheit. Und bevor ihr euch überhaupt Kompetenzzentrum genannt habt, das ist ja nun relativ neu jetzt, dieser Titel. Ja. Genau, da sind wir jetzt im Prinzip Geschwisterkompetenzzentren. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Ich glaube, Yoshi Kupal ist nicht bei uns, oder? Yoshi, bist du da? Ich werde einfach mal kurz das zeigen, was er mir geliefert hat vorher. Also er hat im Prinzip da in seiner Firma Tollwerk. Sie bieten auch Beratung und Prüfungen an und hat da auch so eine Community aufgebaut, wo man eigentlich ganz gut auch miteinander lernen und sich austauschen kann zum Thema. Und es gibt da jeden dritten Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr ein Webcast über Zoom und YouTube. Eine relativ große Sache inzwischen und werden immer der Gäste eingeladen. Danach kann man eben diskutieren. Der Link dazu ist, ich gebe den auch gerade mal durch, wenn man sich dafür interessiert. Also es nennt sich Technically. Das muss man wissen, was die bedeutet. Vielleicht so eine kleine, nebenbei eine kleine Anmerkung. Dieses A11Y wird im Amerikanischen ausgesprochen als Ally, weil die 1 sieht aus wie ein L. Ally oder Ally ist ein Verbündeter, hat aber die Bedeutung ist eigentlich die, dass man Accessibility, wenn man es ausschreibt, so schreibt mit dem A vorne und Y hinten und dazwischen sind 11 Buchstaben. Das, daher kommt dieser Begriff Ally oder A11Y und das trifft man immer wieder so ein bisschen auch so ein Insider Kenntnis der Community und eigentlich sollte man ja nicht so viel Akronyme machen, die dann nicht so offensichtlich sind, aber das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ja, jetzt würde ich sagen, ich habe gerade gesehen, ich bringe kurz nochmal unseren Workshop und die Katalog und die Abo-Kurse, die hatte ich glaube noch nicht hier, Ihnen über den Chat verfügbar gemacht. Das waren also die Angebote, die wir anbieten. Nochmal habe ich ja vorher schon vorgestellt und jetzt würde ich einfach für Sie freigeben, dass Sie entweder über den Chat oder wenn Sie sich melden, wenn Sie die Hand heben, dann gebe ich Ihnen auch gerne das Mikrofon frei, dass Sie dann da eben auch was beitragen können. Was ist denn Ihr Favorit, wenn es um Weiterbildung geht? Wo holen Sie sich die Online-Materialien? Wo bekommen Sie die besten Tools und die besten Tipps? Oder auch vielleicht, wo haben Sie Gesprächsgruppen, Diskussionsgruppen, wo man sich auf dem Laufenden hält? Weil das Online-Material und so ist ja das eine, aber das Austauschen und sich gegenseitig dann einfach berichten und sich auch motivieren gegenseitig, das ist ja das andere. Und ich denke, beides gehört in der Regel dazu. Bin ich mal gespannt. Wenn Sie was sagen wollen, ohne dass aufgenommen wird, dann kann ich auch die Aufnahme stoppen. Ansonsten ist natürlich die Aufnahme für Sie alle da, später auch das nochmal nachzuhören oder um Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben, die Interesse haben. Und wir werden das auch auf der Website dann zur Verfügung stellen, diese Aufnahme. Und wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, dann kriegen Sie da auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten müssen Sie halt ab und zu mal nachschauen, ob es denn schon gepostet ist, das Video. Das wird uns 1-2 Tage dauern, dann müsste das Video auf der Website des Webinars stehen. Aha, wir haben hier einen Beitrag zu hellbusch.de und Ralf Gumann möchte sprechen, dann werde ich, also das, was im Chat ist, können ja alle sehen. Ich kann das vielleicht auch mal kurz, wenn Sie möchten, zeigen, hier von Jan Hellbusch. Er ist ja auch ein bekannter Autor und jemand, der auch in Deutschland sehr stark die Szene geprägt hat.
auf der Suche nach mehr Barrierefreiheit, hat er auch ein Buch geschrieben über Web-Barrierefreiheit. Ja? Danke für den Tipp und auch den Tipp mit hier die German UPA, also Usability Professionals Association. Da gibt es einen Arbeitskreis Barrierefreiheit und da wird auch viel ausgetauscht. Da gehöre ich auch dazu. Und jetzt würde ich mal schauen, Herr Buhmann, wenn Sie sprechen wollen, ich benenne Sie jetzt, ich gebe Sie jetzt frei, dass Sie im Prinzip, ich nenne es sogar zum Moderator, dass Sie hier auch reden können. Sie müssen allerdings kurz mit dem Audio rausgehen. Also da, wo steht Audio beenden, auf diesem Knopf unten mit dem Lautsprecher drauf, kurz raus und wieder rein und dann können Sie reden. Was haben wir sonst noch für, solange Herr Guhmann jetzt hier, jetzt kommt er, ja. Okay, Herr Guhmann, Sie dürfen gerne jetzt Ihren Beitrag weitergeben. Auch übers Mikrofon. Jetzt hören Sie mich? Ja, wir können Sie hören, ja. Wunderbar. Ja, mein Name ist Ralf Guhmann, ich komme vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Und habe eigentlich nur eine Frage, weil die vorhin anscheinend ein bisschen missverstanden wurde, was ich im Chat gepostet hatte. Sie hatten da einen dritten Weiterbildungskurs aufgeführt, diesen Dokumentenspezialisten, nenne ich es mal, DRS. Ist da auch geplant, dies dafür einen Kurs anzubieten von Seiten der Hochschule oder einen Workshop? Oder ist es abgedeckt durch diese Mini-Workshops? Das würde mich auch noch ganz kurz interessieren. Ja, das ist eine gute Frage, genau. Also der ADS ist der hier, Accessible Document Specialist. Und im Prinzip ist es bei uns in unseren Kursen abgedeckt durch diesen Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit Kurs. Das ist ein Kapitel, das gehen wir relativ schnell durch, aber wenn man hier diesen Weiterbildungskurs macht, den CPAC, dann bekommt man die ganzen Materialien und wir machen das im Prinzip dann über die Mini-Workshops hier, über die Einheiten Word-Dokumente, PowerPoint-Folien, PDF-Dokumente und PDF-Formulare. Ich muss aber dazu sagen, nicht ganz, weil zum ADS gehört noch dazu, dass man auch im Acrobat dann da quasi rumfriemeln kann und noch die Tags umstrukturiert und von Hand eben ein barrierefreies PDF erstellen, was sehr aufwendig ist. Das muss man dann eben noch zusätzlich lernen, wenn man den ADS machen möchte. Aber dazu gibt es auch viele Videos und Anleitungen, wie man das macht. Vielen Dank. Danke für die Frage. Es gibt noch einen Beitrag www.netzbarrierefrei.de mit einem ausführlichen Newsletter. Und falls Sie was dazu sagen wollen, können Sie sich gerne melden. Ansonsten, ich werde jetzt einfach mal mal kurz einfach nur zeigen, damit wir es gesehen haben. Ja, genau. Das ist netz-barrierefrei.de und da gibt es sehr viele Informationen. Auch rechtlicher Art, zum Beispiel auch DRM und Barrierefreiheit und diesen Newsletter. Ja, danke für den Tipp. Ja, es kommt noch die Anregung, der Kommentar für beim ADS muss man 2 Jahre Berufserfahrung mit barrierefreien Dokumenten haben. Das muss man irgendwie belegen. Das kommt, wenn Sie natürlich in dem Bereich arbeiten und mit Dokumenten arbeiten, dann ist es sicher kein Problem. Beim WAS braucht man sogar 5 Jahre Erfahrung im Webdesign oder Webprüfungen. Also beim CPAC, da kann man so rein, das ist so der grundlegende Kurs, aber ADS und WAS verlangen eine bestimmte Berufserfahrung. Ist also nicht einfach nur so zu Beginn zu machen. Und man muss dann auch bei all diesen Zertifikaten von IAAP sich quasi regelmäßig weiterbilden und das auch nachweisen, sodass man die Zertifikate behält, sonst werden sie nämlich wieder aberkannt. Das sind die sogenannten CAECs, C-A-E-C. So, jetzt haben wir noch hier Front Alley, genau, das ist auch eine Seite, auch hier wieder dieses Alley. Das wird gemacht von der Firma in München, glaube ich, Stefan Fornetano und andere, die hier da mitwirken. Dankeschön, ja, das ist so ein bisschen eine Sammlung von Artikeln zum Thema, wo man sich auch darüber austauschen kann.
Haben wir sonst noch Beiträge? Die Frage, gibt es inhaltliche Unterschiede im CPAC zwischen der deutschen und der englischen Version? Gute Frage, es sollte es eigentlich nichts geben. Wenn natürlich ein Update erfolgt, im Englischen zuerst, Englische ist im Prinzip der Master, dann kann es natürlich eine kurze Zeit geben, bis das übersetzt wurde, wo es eine Diskrepanz gibt. Aber ansonsten muss es das Gleiche sein, bis auf eine Ausnahme. Wir haben im deutschen CPAC-Syllabus einen Anhang, der sich speziell dem deutschsprachigen Raum und den Gesetzen da widmet. Das ist informativ. Wir finden, das sollte man eigentlich wissen, wenn man in Deutschland, Schweiz oder Österreich arbeitet in diesem Bereich. Aber es ist nicht Teil der Prüfung, weil die Prüfung eben, die Prüfungsfragen sind global die gleichen. Ja. Dann haben wir hier noch einen Tipp. eGovCampus.org. Digitale, da gibt es auch Kurse. Kursankündigung, digitale Barrierefreiheit, Teilhabe für alle. Genau. Dankeschön. Und es gibt eine JAWS-Mailingliste. Aha. Also JAWS ist ein Screenreader, der sehr viel eingesetzt wird bei Berufstätigen, der sehr, sagen wir mal, anpassbar ist für verschiedene Anwendungen, insbesondere auch Office und fürs Web. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Bugs, beziehungsweise wenn irgendwie ein Update stattfindet von Anwendungen, dann muss ich JAWS wieder daraufhin updaten und in dieser Mailingliste kann man dann wohl da auf dem Laufenden bleiben. Das ist natürlich besonders interessant für Leute, die selber einen Screen wieder nutzen. Ansonsten ist es natürlich jetzt nicht unbedingt der Newsletter für Sie gedacht, sondern wirklich für Anwender von JAWS und Screenreadern. Und dann noch hier leserlichinfo.de, ja, das habe ich auch schon benutzt. Es gibt ja diesen Bereich zwischen Barrierefreiheit und Usability, beziehungsweise die Überlappung beider Bereiche und es ist manches nicht vorgeschrieben, was aber trotzdem sehr nützlich ist. Und bei leserlich.info finden Sie da richtig gute Tipps. Zum Beispiel, wie groß sollte denn die Schrift sein, mindestens für Folien und solche Sachen. Das ist im Gesetz her nicht vorgeschrieben, weil man denkt ja, wenn man zum Beispiel bei Folien das in elektronischer Form vor sich hat, dass man das ja beliebig vergrößern kann. Aber wenn ich halt im Vorlesungsraum sitze und dann hinten sitze und ich habe eine 14-Punkt-Schrift vorne, dann kann ich das halt nicht erkennen. Und solche Dinge werden dann auch in leserlich oder auch Fragen zu Fonts, die ich verwenden soll. Solche Sachen werden hier adressiert als Guidelines. Jawohl. Handreichungen von BFIT Bund, ja. Das ist BFIT Bund ist die Bundesüberwachungsstelle und dort werden immer wieder auch, ich gehe jetzt mal auf die Handreichungen insgesamt, wo auch der Überblick ist. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, da kann man übrigens freiwillig mitarbeiten. Da sind immer auch Leute willkommen, die da mitarbeiten wollen. Zum Beispiel die Arbeitsgruppe für Software hat einen Handlungsleitfaden zur Erstellung von barrierefreier Software jetzt unlängst verabschiedet, können Sie danach schauen. Und barrierefreie mobile Apps ist auch eine Handreichung von der AG03 mobile Anwendungen. Und dann gibt es eine AG12, die leite ich zusammen mit dem Michael Düren. Da geht es um barrierefreie Hochschule und die hat auch Handreichungen einmal zu Lernplattformen und dann zu Dokumenten im Lernkontext herausgegeben. Und dann gibt es noch eine Handreichung barrierefreie Gestaltung von Webauftritten und mobilen Anwendungen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter durch, was Ihre Vorschläge noch sind. WebAIM, das ist ein sehr bekannte Website. Da wird übrigens auch das Wave-Tool, da kommt es her, womit Sie Webseiten auf einfache Weise einfach mal prüfen und Barrieren markieren lassen können. Findet natürlich nicht alle, aber die haben auch sehr gute Unterlagen fürs Training.
und sehr gut strukturiert. Und ich benutze auch zum Teil deren Unterlagen in meinen Kursen, wenn es keine deutschen Texte dazu gibt. Sind wir natürlich beim Englischsprachigen. Ja, und dann gibt es den Studiengang Barrierefreie Kommunikation der Uni Hildesheim. Da geht es eben vor allem um linguistische Ansätze zur Barrierefreiheit, sowas wie leichte Sprache und so. Das haben sie dort auch geprägt. Also da gab es schon länger leichte Sprache, bevor das vom Gesetzgeber dann aufgegriffen wurde. Google Developers Schulung zu den Grundlagen der Web Accessibility. Das sind also ja, relativ umfangreiche Hinweise, wie man barrierefreie Apps erstellt. Übrigens bei Apple gibt es das genauso. Also sowohl für Android bei Google als auch für iOS bei Apple finden Sie sehr, sehr gute und umfangreiche Anleitungen. Ja, dann haben wir noch agnesatwork.de. Ja, das ist ein Projekt, das auch vom Bund gefördert wird. Und da geht es darum, wie Menschen mit Sehbeeinträchtigung im Beruf arbeiten können und eben auch der Berufsplatz entsprechend eingerichtet wird und wie man auch Arbeitgeber ausbildet und hilft, dass sie eben auch diese Anpassungen gut vornehmen können und eben auch dann die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen voll und ganz mit beitragen können in Unternehmen. Mozilla Foundation gibt's, ja, das was hier unter MDN immer läuft, da gibt's auch sehr viele Beiträge zum Thema und auch Austauschdiskussionen darüber. Und dann haben wir einen wöchentlichen Newsletter auf Englisch, nennt sich Early Weekly, auch hier wieder das Early. Und da kann man sich dann eben auch hier eintragen. Falls Sie mit Ihren Links irgendwie noch mehr dazu sagen wollen, oder schreiben Sie es entweder rein, oder ich kann Ihnen, wie gesagt, auch das Mikrofon freigeben, nur dann müssen Sie sich halt kurz rausnehmen aus dem Audio und wieder reinkommen. Dann haben wir als nächstes eine Sammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sieht dann so aus. Barrierefreiheit. Da geht es dann eben insbesondere jetzt um die Umsetzung auch des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Das gilt ja dann ab Juni 2025 und verpflichtet unter anderem Verlage, elektronische Bücher barrierefrei zu machen und alle ihre elektronischen Angebote. Und da ist das Interesse inzwischen eben auch recht groß für Barrierefreiheit. Dann haben wir den Hinweis, Google Dev ist fürs Web. Dankeschön, ja, ich habe das jetzt fürs App bezogen. Ja, da gibt es auch Anleitungen natürlich, um Android-Apps barrierefrei zu machen, aber hier das, was ich gezeigt habe mit Google Dev, das ist fürs Web gedacht. Aber wo war das? Irgendwo hier. Genau, web.dev. Dankeschön für den Hinweis. Und dann hat man noch den Hinweis Barriere-Check. Für Konferenzplattformen, also solche Plattformen, die wir hier benutzen, also Videokonferenzplattformen, und wird dann hier erklärt, was die Voraussetzungen sind, damit sowas eben auch barrierefrei ist. Dann können Sie selber Ihr Videokonferenzplattform mal testen auf Barrierefreiheit und selber beurteilen, was denn hier die beste Lösung für Sie ist. Yoshi ist jetzt auch unter uns. Yoshi, möchtest du noch was sagen zu deinem Technically? Dann nehme ich dich rein als Moderator. Okay, du bist jetzt Moderator. Du müsstest dich kurz mit dem Audio abmelden, wieder anmelden, dann kannst du auch zu uns sprechen. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht noch etwas sagen, auch etwas weitergeben. Wir haben hier bei uns vom Kompetenzzentrum etwas im Beta-Stadium, das nennt sich Trainomat und oder inzwischen auch Trainomat 2. Und das ist gedacht als eine Plattform, wo man sich über bestimmte Tags, also Kategorisierungen zusammensuchen kann, was denn für einen als Fortbildungsmaterial am besten geeignet ist. Und das Ganze läuft auf der Zotero-Plattform. Wir werden das
das vielleicht mal bei Gelegenheit auch noch ein bisschen anders machen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte irgendwas gerne wissen über Word-Barrierefreiheit. Also hier kann ich zum Beispiel anklicken, dann als Tag barrierefreie Dokumente. Also es geht um Dokumente und ich möchte aber unbedingt ein Video haben, das mich darüber informiert. Dann sage ich, Format soll Video sein. Und dann habe ich zum Beispiel hier drei Dinge, da ist auch der Jan Hellbusch mit dabei, drei Dinge, die da in Frage kommen. Das heißt, ich kann mir sowohl zum Thema als auch, ob es nun kostenlos, kostenpflichtig sein soll oder ob in welcher Form, in welchem Format ich das gerne hätte, kann mir hier im Prinzip über Tags zusammenklicken, eine Auswahl und weiter verfeinern und dann habe ich sowas wie eine persönliche Empfehlung zur Weiterbildung über diese Materialien. So, Yoshi, jetzt, ich hatte deine Folie schon gezeigt, super, dass du noch dazugekommen bist. Also ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Erstmal, ich entschuldige mich total, ich bin so ein Trottel, ich habe mir das Ganze um eine Stunde verschoben in den Kalender eingetragen. Es tut mir total leid und ich ärgere mich, dass ich es alles verpasst habe. Ich hoffe, ich wiederhole das jetzt nicht, ich mache es auch ganz kurz und schmerzlos. Also Technically ist ein Webcast, der einmal im Monat stattfindet, immer am dritten Montag des Monats, es sei denn, es fällt mal aus und dort hole ich mir gerne einen Gast oder eine Gästin dazu, die im ursprünglichen Format, so wie es aus den USA kommt, immer über sehr technische Dinge und mit Tiefgang spricht. Das haben wir aber für uns oder für mich habe ich das so ein bisschen aufgeweicht und hole mir da auch gerne softere Themen. Also es geht manchmal um Designaspekte oder um inhaltliche Aspekte. Also es ist nicht so krass technisch. Da ist immer viel Unterschiedliches dabei, haben schon spannende Gäste in der Vergangenheit gehabt. Jetzt nächsten Montag beispielsweise kommt der Christian Heilmann, der die letzten 8 Jahre beim Edge-Browser für die DevTools zuständig war und selber auch tief in dem Thema Barrierefreiheit drin ist und da einiges getan hat und spricht dann da zum Beispiel über das Testing im Browser. Das wird sicherlich spannend und auf diesem Niveau haben wir immer wieder wechselnde Gäste. Das Ganze ist komplett offen, darf gerne jeder dazukommen. Wir machen das über Zoom und es wird parallel dazu auf YouTube gestreamt. Das heißt, auch wenn man unterwegs ist oder nicht mitreden will, kann man sich damit einklingen. Es kostet nichts. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz nette Gelegenheit, um so in verschiedene Aspekte mal reinzugucken. Mhm. War es auch schon. Super, vielen Dank, Yoshi. Und du machst das ja auch schon seit langer Zeit und hast also auch deinen Beitrag geleistet, um deine Community aufzubauen. Das ist wirklich super. Vielen Dank, dass du noch dazugekommen bist. Es lohnt sich immer früh dabei zu sein, falls man nämlich dann irgendwo die Zeiten verwechselt hat, dann kann man wenigstens das Ende noch mitkriegen. Ja? Entschuldigung nochmal, ich bin schon still. Kein Problem. Ja, und es gibt die Aufnahme, die kannst du anhören, können die anderen dann auch noch anhören über das ganze Webinar. Wir werden auch die Meldungen, die jetzt über den Chat kamen, so zusammenfassen in einem Dokument, so als Linkliste. So, dass Sie das dann auch hinterher noch haben werden, weil dieser Chat wird bei der Aufnahme nicht dabei sein. Deswegen machen wir den dann anonymisiert, einfach als Linkliste, die man dann auch runterladen kann. Und hoffe, dass Sie das auch verwenden können. Gerne können Sie sich an uns oder an die anderen wenden, die hier mitgewirkt haben. Ich fand es super, dass wir da so ein bisschen auch einen Austausch hatten und gerne auch fortsetzen über verschiedene Kanäle. Und besuchen Sie einfach die verschiedenen Angebote, die wir jetzt Ihnen hier auch dargestellt haben. Es gibt noch eine Frage an dich, Yoshi. Gibt es für die vergangenen Technically Sessions Aufzeichnungen? Ich vermute mal ja auf YouTube, oder? Richtig. Die sind auf YouTube und zwar im YouTube-Kanal von Tenon. Tenon ist das Online-Tool zum Barrierefreiheitstesten von Carl Groves. Das ist der das Format ursprünglich ins Leben gerufen hat und auch im Amerikanischen weiter betreibt. Und es war zwar immer der Plan, dass die Videos dann auch immer nochmal geschnitten werden und dann so richtig veröffentlicht werden, also ohne mein ganzes Intro-Gelaber und Fragen und Antworten hinten raus. Aber tatsächlich müsste das im Moment über die USA laufen und da ist leider noch nichts passiert. Insofern gibt es nur die Live-Mitschnitte. Den Link dazu kann ich gerne noch raussuchen und schnell in den Chat hier reinposten. Da ist, wie gesagt, immer vorne und hinten dran noch so das Ganze drumherum auch da, aber da kann man sich gerne
die Aufzeichnung anschauen. Und ich habe mir fest vorgenommen, für dieses Jahr das Ganze zu professionalisieren. Und ich will eine kleine Website machen und mal irgendwie versuchen, dass das alles ein bisschen mehr Hand und Fuß bekommt. Dazu werde ich es aber den Amerikanern ein bisschen aus der Hand nehmen müssen. Manchmal. Ich suche den Link schnell raus und tue in den Chat. Ja, also ich werde den Chat hier noch offen lassen, auch die Session. Ansonsten hier nochmal der Link zu unserem LinkedIn-Profil und Newsletter. Dort werden Sie informiert, wenn dann die Sachen alle bereit sind, auch diese Linkliste. Und damit Sie jetzt aber auch nochmal durchgehen können durch den Chat oder noch was posten können, lassen wir die Session noch 5 Minuten offen. Ich verabschiede mich. Danke, dass Sie dabei waren und danke für die gute Mitarbeit und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.